Auf der Suche nach Thomas. Thomas, bist du's? Guck mal, wir haben was Bärtiges gefunden. Hallo Thomas. Hi. Magst du mal den Hubi Michi grüßen? Wer ist Hubi Michi? Genau, Hubi Michi hat mir nämlich das Wunderticket geschenkt, wo wir letzten Monat die Wunderticket Teil 1 Forschung gemacht haben. Und am 1. April, ab heute, gibt es Teil 2 vom Wunderticket. Hast du nicht? Guckst du aus der Wäsche, guck dir den Bart an. Deswegen Grüße an Hubi Michi. Wir müssen nämlich Wunderticket Teil 2 machen, sind 3 Seiten. Aber eigentlich wollen die hier in Erfurt auf diesen komischen, was ist das? Altstadt-Frühlingsfestmarkt, genau. So, ich zeige euch gleich die Aufgaben und dann haben die hier Spaß und dann können wir wieder heim. So, während die anderen da hinten rumrennen und zwischendurch immer mal ein bisschen regnet, ne, möchte ich euch kurz zeigen, das kennt ihr bestimmt, das ist der Dom und das ist der Domas. Aber den erkennst du gerade nicht. Und ich will kurz die Aufgaben vorlesen von der Hubi Michi. Hier ist ja ein Raid. Hey, wollen wir dann vielleicht den 5er Raid fix machen nebenbei? Na, warte, hier, muss gucken. Nochmal danke an Hubi Michi. Das sind die Aufgaben vom Kapitel 1 vom Wunderticket. Drehe 10 verschiedene Pokestops oder Arenen. Verdiene 14 Herzen mit deinem Kumpel. Schließe 10 Feldforschungsaufgaben ab. Erkunde 5 Kilometer, entwickle 3. Pokémon. Wenn wir das irgendwann abholen, melde ich mich zurück. Wir wollen jetzt hier aber die Gegend erkunden und ich will meinen Feldforschungsdurchbruch noch abholen. Da ist ein Einhaltstein drin, das ist korrekt. Und ein Zwollock. Wusste gar nicht, dass das da drin sein kann. Habe ich wieder nicht aufgepasst. Das tüten wir mal fix ein. Einfach fabelhaft. Heute ist der 1. April. Jeder Wurf, den ihr trefft, als gut, großartig oder einfach fabelhaft, zählt als einfach fabelhaft. Das heißt, wenn ich nur gut treffe, kriege ich trotzdem die Punkte für einfach fabelhaft. Das war der 1. April. Richtig genial, wenn ihr EP farmen wollt. Ich habe keine Zeit, weil wir müssen ja hier auf dem Rummel und so machen. Da seht ihr den Thomas in Action, ne? Wie er gerade die Toilette reinigt. So, wir sind wieder zurück aus Erfurt, sind wir wieder angekommen und ich möchte euch mal ganz kurz was zeigen. Also ich möchte gleich die erste Seite von der Forschung abholen, aber euch möchte ich das hier zeigen. Diesen genialen gelben Pokéball, den ich jetzt in meinem Rucksack habe, den habe ich von Jenaya bekommen. Denn Jenaya kam ja auch noch dann nach Erfurt da zu diesem Frühlings-Altstadt-Bums und da gab es da hier so Coins-Dinger, wo du da Geld reinsteckst und da hast du dann, wenn du da Münzen gekriegt hast, konntest du die eintauschen gegen Preise. Da gab es Pokebälle als Schlüsselanhänger. Jenaya hat einen grünen genommen, mir hat sie einen gelben gegeben und die Punkte von Pupsi haben wir dann dazu genutzt, einen Thomas noch einen blauen Ball zu geben. Das habe ich jetzt alles hier an den Rucksack dran, aber das waren auch zwei Anhänger, wo mal zwei Pokémon dran waren, die sind aber irgendwie weg, abgerissen, verloren gegangen, keine Ahnung, geklaut. Mal gucken, wie lange der Pokéball hier hält. Deswegen danke nochmal an Jenaya, dass sie da extra sich Mühe gegeben hat, um mir dann so einen super genialen Anhänger zu geben. So, mal gucken, wie lange der hält. Wir holen jetzt hier noch die Forschung ab und zwar haben wir Wunderticket Teil 2. Seite 1 von 3. Wir haben hier Bälle, wir haben hier Glücksei drin, wir haben hier Knusp drin. Glücksei ist genial, Knusp ist okay. Was sind das aber für Pokémon-Belohnungen? Das Ding hat ja, glaube ich, 10 Euro gekostet. 10 Euro für das Wunderticket und ihr kriegt 3 verschiedene Forschungen in 3 verschiedenen Monaten. Haben jetzt hier ein Evoli drin mit einer Blumenkrone oder mit, ja, mit einem Blütenkranz. Ich glaube, Blütenkranz sagt man dazu. Da müssten auch die restlichen Evoli-Entwicklungen drin sein dann in dem anderen. Werden mal kurz. 3 Sterne, okay. Geht natürlich besser, aber kann man mal mitnehmen. Haben jetzt hier auch Aquana drin. Das versuchen wir jetzt mal mit dem Schnellfangtrick einzutüten. Haben einfach fabelhaft getroffen. Es ist momentan noch der 1. April, das 1. April-Event. Das heißt, jeder Wurf, egal ob gut, großartig oder fabelhaft, wird als einfach fabelhafter gezählt. Das ist auch genial. Wir schließen jetzt noch das Ende ab. Da gibt es auch nochmal 5000 EP, 2500 Staub. Hier ist ein Blitzer drin. Hier, guck, ich habe in so einen Riesenkreis gut getroffen, aber es steht trotzdem einfach fabelhaft drin. Das finde ich cool. Das muss immer so sein. Das wollen die Leute doch haben. Wir bewerten mal das Aquana. Das ist ein
93er. Wird bei mir aber wahrscheinlich wieder wegfliegen. Wir haben einen Blitzer, das ist auch gut, aber das Aquana ist bisher das Beste. Was haben wir jetzt auf Seite 2? Fange 20 verschiedene Arten von Pokémon, verwende 15 Power-Ups bei Pokémon, besiege 10 Team Go Rocket Rübel, lande 30 großartige Curveball-Würfe, verdiene 10.000 EP. Hier gibt es auch wieder einen Raid-Pass, das finde ich gut, einen Premium-Raid-Pass, die sammle ich fürs Go-Fest, wenn immer mal in solchen Spezialforschungen was drin ist. Das werden wir lösen, morgen sind wir nämlich auf dem Weg, da müssen wir nach Zellamelis, nochmal nach einem Auto gucken, neues Auto, einfach mal so. YouTube-Money, naja, ich bin Pookie in Wahrheit. Und da werde ich dann gucken, da habe ich eine andere Location und da werde ich dann die Seite 2 hoffentlich fertig haben, abholen. Dann machen wir noch Seite 3 und danke nochmal an Hubi Michi für das Ticket. Die erste Forschung fand ich nicht so genial. Die zweite jetzt gerade mit den Evoli-Entwicklungen, mit dem Raid Pass, gefällt mir auf jeden Fall deutlich besser. Hubi Michi, danke, Grüße gehen raus und wir sehen uns gleich beim Abholen von Kapitel 2. So, wir sind zurück und leider habe ich es komplett verkackt, denn eigentlich wollte ich ja in Zellamelis dann mal kurz was abfilmen. Fortschritt von der Forschung habe ich verpasst, aber ich mache jetzt hier eine Szene, denn das ist das Muttertier. Die klaut meinen Rucksack, warum auch immer. Gibst du mir meinen Rucksack wieder? Den muss ich jetzt noch zumachen. Das ist die Muttertier, sein neuer Koffer. Den haben wir ihr geschenkt zu Ostern. Sieht der nicht genial aus? Jetzt machen wir das mal hier zu, huckeln das mal auf. Sind nämlich am Bahnhof. Die geht jetzt wieder heim, aber irgendwie am Donnerstag müssen wir schon wieder hin und es ist so kompliziert, die Woche ist vollgestopft. Aber ich muss jetzt erstmal hier was abholen. Und zwar können wir schon mal Richtung Bahnhof aufbrechen. Ach ne, können wir nicht. Ich habe ja immer noch 15 Power-Ups. Ich würde sagen, da kann ich das nämlich abholen unterwegs, aber ich muss erstmal 15 Power-Ups machen. Das mache ich immer so, wenn ich auf WP gehe, das niedrigste Pokémon nehme. Und dann guck mal hier, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 Bonbons sind 15 Power-Ups. Wenn das Level niedrig ist, dann könnt ihr ohne viel Staub auszugeben so eine komische Aufgabe erfüllen. Hier haben wir noch einen Rauch drin, hier haben wir eine TM drin, hier haben wir den Raid-Pass drin. Richtig genial, Raid-Pässe sind mega wichtig. Hier haben wir jetzt einen Flamara mit Blumenkranz, da sollen ja alle Evoli-Entwicklungen drin sein. So, ich versuche ganz langsam hinter dir zu laufen, damit ich nicht am Bahnhof dann reden muss. Da bin ich schüchtern. Jetzt bewerten wir das gleich mal. Hat wieder 3 Sterne. 13, 13, 13. Das sieht gut aus. Holen uns die andere Belohnung noch ab. Haben hier einen Psyana. Das ist das erste Mal, dass ich heute in der App bin. Bei uns ist heute Dienstag. Ich muss auch noch meine 2 Raid-Pässe wegmachen. Da habe ich aber noch ein bisschen Zeit, wenn ich die Mama weggebracht habe. Auch 3 Sterne, 14, 13, 11 und am Ende gibt es hier nochmal 2500 Staub, 5000 EP, ein nach Tara und die Seite 3 von 3 können wir euch gleich noch vorlesen, wenn es da nur Belohnungen gibt zum Abholen, holen wir die ab, wenn es nochmal eine Forschung ist, wo man direkt was machen muss, brauche ich nochmal ein bisschen Zeit und werde das wahrscheinlich dann am Mittwoch in Ruhe abholen. So, nach Tara bewertet, 3 Sterne. 14, 13, 10, also irgendwie sieht es genauso aus wie das andere Ding davor. Gehen auf die nächste Seite und haben jetzt hier Seite 3 von 3. Ich weiß nicht, wieso es jetzt so eilig hat. Das Ding kommt jetzt 10 Minuten, müssen noch Ticket holen. Verdiene 5000 Staub, verwende 20 Bären beim Fang, erlöse 10 Krypto-Pokémon, schicke 10 Geschenke an Freunde, verdiene 3 Bonbons durch Spazieren mit einem Kumpel. Wenn das fertig ist, melden wir uns nochmal, kommen nochmal zurück. Und ich sage nochmal, Grüße gehen raus an Hubi Michi. Dank dem habe ich diese Forschung. Jetzt schnell zum Muttertier, der schnell helfen, dass sie sich ein Ticket holen kann. Und dann sehen wir uns am Ende von Seite 3. Tschüss! Bis morgen! Ich kann ja schon mal gehen, wenn du mich nicht mehr brauchst, oder was? Oh ja, guck mal hier. Ein Snackautomat mit fast nichts drin. Hier gibt es keine Takis, da gibt es keine Samyang. Da gibt es eigentlich nichts. Also Mining ist langweilig, merkt euch das. So, ich möchte das letzte Kapitel von der Forschung vom Hubi Michi abholen und habe extra gewartet, bis Hannes da ist. Das ist der Hannes. Das ist die Treppe, die ist mir noch nie aufgefallen, aber ich habe zum Hannes gesagt, pass auf Hannes,
Da war so eine rote Feuerwanze, ne? Wir gehen jetzt mal hier diese Treppen hoch bis zum Schluss und gucken, was da oben ist, weil wir da oben unsere Bank ist die oben. Forschung abholen wollen. Das letzte Kapitel von der Hubi Michi Forschung. Für die hat man eigentlich einen ganzen Monat Zeit. Eigentlich hat man 3 Monate Zeit. Die wird ja immer mehr hier dieses. Da war schon wieder eine Feuerwanze. Hannes! Ja, da unten waren so. Sind eigentlich mehr gewesen. Jetzt sind wir oben und ich sehe, hier oben ist einfach nur der Busbahnhof. Das ist richtig genial. Hier ist ein fettes Gebäude. Da ist der Busbahnhof. Und da suche ich mir jetzt was, wo ich die Forschung abhole. Jetzt bin ich nochmal hier lang gelaufen, weil ich finde es hier richtig cool. Da kommen Autos. Hier sind lauter solche kleinen Gästchen. Hier ist eine Toilette, aber hier das Ding ist sogar auf. Da seht ihr schon den Hannes. Ne? Der verkauft euch hier Bratwurst, genau, und Bockwurst und Frikadellen. Alles genial. Hier könnte dann der Turin rein, könnte sich rein. Der Überall-Penner, ihr kennt ihn ja, der würde da drin jetzt übernachten und dann wieder ein Overnighter-Video machen. Da hinten steht Penis. Das ist auf jeden Fall, guckt euch das doch an. Das ist Natururin-Style. Und hier möchte ich jetzt irgendwo trotzdem die Forschung abholen. So, Hannes sitzt jetzt neben mir hier oben auf der Bank. Ich sitze jetzt unten auf dem Boden im Schneidersitz. Wer das noch kennt, kennt ihr den Schneidersitz? Schreibt es mal in die Kommentare. Und hier möchte ich jetzt Teil 3 von 3 abholen. Da sind silberne Sananabären drin. Das sind 2 Toppeleber. Hier ist ein Sternstück drin. Hier ist noch eine Pokémon-Begegnung mit Fulipurba im Blumenkranz. Das schmeißen wir jetzt mal da drauf. Dann haben wir hier noch drin Glaziola mit Blumenkranz. Ihr seht, wie gut das ist, mit dem iPhone zu spielen und zu werfen. Das hole ich halt nur raus, wenn ich was filme. Und jedes Mal wieder zuckt der Bildschirm und alles ist anders. Wir haben eben auch auf dem Samsung geworfen, das war richtig genial. Jetzt, wenn du das wirfst, naja. So, 5000 Staub, 10.000 Erfahrungspunkte, ein Felinara. Es ist winzig, aber auch mit Blumenkranz. Einfach fabelhaft mitgenommen, geflüchtet, das ist fertig. Diese Sammlerherausforderung ist auch fertig, weil ja gerade noch ein Event ist. Nehmen wir die halt auch schnell mit. So, gucken, was hier drin ist. Ein Weilmar, ein fettes Weilmar. Vielleicht kann ich das noch in Showcase setzen. Hier fehlt noch ein Dickter. Okay, kleine Kostbarkeiten, Dickter fehlt noch. Das können wir auch noch abholen. Da haben wir nochmal einen Weimar drin. Und dann geht es noch ans Bewerten. Weil ich ja schauen möchte, ist da jetzt noch was Gutes dabei gewesen. Wir gehen auf zuletzt Gefangene, haben hier Fulipurba 1236, auch mit 3 Sternen. Haben hier Glaziola mit 3 Sternen, aber kein 15 Angriff. Haben Felinara, das ist das schlechteste leider aus der Reihe. Und dann 2 Weimar, 3 Sterne, 2 Sterne und dann war das die zweite Wunderticket-Forschung von Hubi Michi. Danke Hubi Michi für das Wunderticket. Für 10 Euro kriegst du 3 Forschungen, die jeweils einen Monat laufen und ich fand Teil 2 besser als Teil 1 und bin gespannt, was in Teil 3 kommt. Wer das Ticket nicht hat, kann ja hier gucken bei mir, dann seht ihr ja, was da drin ist und was es da gibt. Ich würde sagen, das war es von meiner Seite aus. Mit Reislaus. Hätte ja auch ein Shiny sein können. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und da ist der Hannes. Ne? Fürz euch. Er fürz und da fürz und da hier und da. Ah, fürz. So, ciao.